Was geht, meine Wölfe? Part Nummer 7 von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Wie ihr seht, sind wir in der dritten Schulstunde angelangt und da passiert bestimmt hier was mega super duper extrem geil, mega übertrieben super spannendes, um auf den Namen zurückzukommen. So, heute ist es wieder an der Zeit für unseren Praxisunterricht. Vor uns steht ein Magnetilo, ein Magneton und ein Magnezoon. Und was heißt das? Die waren in dem früheren Spiel die Polizisten. Vielleicht sind sie es dieses Jahr wieder, wir werden es sehen. Heute ist unser Glücksack, denn wir haben drei ganz besondere Gäste. Naja, eigentlich sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um genau zu sein, ne? Weil, wobei, naja. Das eine sieht aus wie ein verschmolzenes Magneton, das andere sind einfach nur drei Magnetilos, also passt, ne? Man könnte noch Magneduo machen und so, ne? Aber wäre zu viel des Guten. Der Herr Wachtmeister und seine Kollegen haben sich netterweise etwas Zeit genommen. Hi, wie geht's? Wow, echte Wachtmeister, wie cool! Boah, wie cool ist das denn? Heute wollen wir euch zeigen, wie Kombinationen funktionieren. Kombination? Ja, ihr habt richtig gehört. Kombinationen. Dabei wird vom ganzen Team hintereinander eine Kombination von Attacken ausgeführt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, also passt gut auf. Dann lasst uns mal in den Wald gehen und mit dem Praxisunterricht beginnen. Sagt sich auch, schade, wir gehen alle so in den Dungeon, sehr witzig. Der Herr Wachtmeister und seine Kollegen erteilen uns nun Praxisunterricht im Einsatz von Attackenkombinationen. Gebt bitte fein Acht, meine lieben Schüler. Sind Sie sich auch ganz sicher, dass Sie das wollen? Unter Umständen verlieren Sie dabei sogar das Bewusstsein. Das lassen Sie bitte getrotzt meine Sorge sein. Meine einer schließlich nicht irgendwer. Ihre Bedenken und mein Wohlergehen in allen Ehren, doch halten Sie sich bitte nicht zurück. Also gut, los geht's. Feuerfrei für unser dreifaches Donnerdröhnen. Der Name ist uns gerade eingefallen. Geil. Herr Kokon-Konrektor! Wie, was? Was? Nichts passiert, alles gut! Habt ihr euch alle aufmerksam verfolgt, wie die Kombination eingesetzt wurde? Die Mitsprecher agieren gleichzeitig, umzingeln den Gegner und schlagen dann zu. Hinzu kommt, dass dem Gegner unabhängig vom Typen Nachteilen Schaden zugefügt wird. Das nennt man dann eine Kombination. Doch hütet euch vor übermäßigem Gebrauch, denn der Magen lädt sich dabei stark. So, und nun seid ihr in der Reihe los. Versucht eine Kombination einzusetzen. Euer Ziel steht direkt vor euch. Ja, genau. Meine eine. Nur keine Scheu. Okay. Und wie vielleicht? Konrektor, guck mal da. Versus. Pam, pam, Schulter, um, Siau. Wähle zunächst die Attacken aus, die du bei der Kombination einsetzen möchtest. Drücke R kurz, um eine Kombination zu registrieren. So, genau so. Und jetzt wirst du die sogenannten Kombinationsregistrierung. Sobald du dich in diesem Modus befindest, musst du die Attacken festlegen. Zuerst ist Pump von der Reihe. Wähle eine Attacke und drücke dann A. Hm. Ja, du nimmst mal... Megasauger. Und als letztes dann noch ein Psy-Strahl. Nun, wo alle Vorkehrungen getroffen sind, gilt es, die Kombination auszuführen. Drücke dazu entweder R oder berühre das Symbol auf dem Touchscreen. Wow! Na, das war nicht von schlechten Eltern, doch meine eine ist hart im Nehmen. Also wo wart ihr? Meine eine möchte die Kombination sehen. Los, nur zu. Zeigt euren Konrektor, was in euch steckt. Okay. Alles klar. Boom! Klasse, dann bist du ein Kombinationsexperte. Darf ich auch nochmal mit den anderen Team? Oder nicht? Ja, ihr habt eine Stimme, also... Okay. Nützt es an euch, das auch in der Praxis anzuwenden, an Erfahrung zu gewinnen. Herr Konrektor, macht euch keine Sorgen, meine das hat. Nehmen. Es hat sich allerdings gerecht, eure Stärke zu unterschätzen, bloß weil ihr Kinder seid. Gut gemacht, noch mit mir schien einigen von euch jetzt etwas zu viel Spaß gemacht. Aber sei es drum, das wär's für heute wieder mit unserem Unterricht. Klapper, die klapper, die klapp, klapp, klapp. Nice, danke schön. Auf Wiedersehen, Frau Ordoch. Ja. Und jetzt kommen wir Schnurrteil irgendeine anmachen? Nein, schade. Und wer will diesmal mit mir laufen? Niemand. Oh, schade. Keiner wird mit mir spazieren gehen. Jupp, wir speichern mal eine Runde. So, Spielstand ist gespeichert, System nicht ausschalten und so weiter. Kennen wir alles schon. Okay. Am nächsten Morgen? Okay. Warum nicht? So, jetzt muss ich schon wieder in die Schule, kann das sein? Morgen, alles klar. Guten Morgen, Maurice. Wir haben wieder ein herrliches Wetter heute. So, und was gibt's heute für einen Müll?
La 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 di da di du di da di du di da di du di di di. Nichts ist los hier. Was geht ab? So, Items ablegen. Erstmal so. Lol, die sind immer noch hier registriert, aber alles klar. Wir legen mal das Samenfassungsorb. Boah, den behalte ich mal. Appellorb kann weg. Chaosorb kann auch weg und Wuchtzweig. Ja, ich habe Items abgelegt. Dankeschön. So, und jetzt noch Geld ablegen. Damit ich mir auch was super Tolles zusammenspare, kann ich denn mittlerweile jetzt da raus? Weg führt raus, Hilfe wird blau machen kann ich nicht. Wortspiel, weil du jetzt ein blaues Pokémon bist oder was? Hey, der Witz da. So, Klapper, Klapper, es geht weiter. Meine lieben Kleinen, ich begrüße euch zu einer neuen Stunde Gesundheitskunde. Heute möchte ich mit euch über das Thema Entwicklung sprechen. Entwicklung ist das nicht... Ich weiß schon, Frau Lehrerin, das ist, wenn man ein... Wow, wenn man einen Film entwickelt. Was denn das sinnlose Kommentar? Du liegst aber wieder voll daneben. Entwicklung bedeutet größer werden. Ich würde auch gern größer werden. Ja, damit liegst du gar nicht mal so falsch, Pam. Hä? Wie werden wir denn größer? Doch, das ist noch nicht alles, denn es ereignen sich auch noch viele andere Veränderungen. Die Entwicklung bringt euch näher ans Erwachsensein heran. Ganz falsch, lag Glutex mit ihrer Vermutung vielleicht nicht. Ich will... Was? Das Konzept der Entwicklung ist äußerst vielschichtig und bringt Farbe ins... Verzeihung? Oh, meine kleine Klaus wird heute nicht zufällig bei Ihnen in der Schule vorbeigeschaut. Die kleine Klosby? Nein, die wollte nicht hier. Wird sie nicht sowieso erst nächstes Jahr eingeschult? Oh nein, was soll ich nur tun? Ich habe schon die ganze Nachbarschaft nach ihr abgesucht. Oh, Klosby ist verschwunden. Ich sollte umgehend beim Herrn Wachtmeister zum nächsten melden. Verzeihen Sie bitte, dass ich einfach so in den Unterricht geplatzt bin. Oh ja, jetzt fällt die auch noch um. Oh, bist du dumm? Ja, Krankenzimmer kommen Sie. Bla bla. Und jetzt schiebt auch doch die... Was mag Knospi nur zugestoßen sein? Sorgen? Ja, ja, wir machen alle Sorgen. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber hey, ist ein kleines Kind, was verschwunden ist. Sei doch nicht so böse. Sieh so, Kid, sei lieb. Das ist die Mutter völlig außer Sorge. Moment mal, Knospi. Ja, neulich. Die will in diesen scheiß Bienending da gehen. Ja, Rosinus Knospi, Nektarsaison, bla bla. Die ist locker dahin gegangen, jetzt gehen wir auch dahin. Ja, ziemlich angespannt, könnte gefährlich werden, so vielleicht zumindest. Möchte man ja mal gesagt haben. Könnte es sein, dass Knospi der Verlockung des Nektars widerstehen? Was machst du, Maurice? Ja, was? 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 Ich hör dir zu. Aha. Was sagst du da? Du hast eine Vermutung, wo Knospi sein könnte? Jupp, ich hab sie entführt. Hab ich natürlich nicht. Die Nektarwiesen. Um sich den Nektar zu beschaffen, jetzt wo du es sagst, der Nektar hat auf dem Nektarwesen ja schon begonnen. Wenn sie tatsächlich dorthin gegangen sein sollte, steht sie vielleicht in großer Gefahr. Ihr Dummbacken, lasst euch jeden Unfug auf dich... Oh. Ja, genau. Was? Oh, Leute. Du bist doch bescheuert. Oh, hier glaubt wohl keiner. Aber wenn ich nichts unternehme, gehe ich halt allein. Doch, ich kann das Schulgelände im Unterricht verlassen. Ist mir egal. Maurice, du wirst sie retten, ich werde der Held sein und so weiter. Das lässt mir keine Ruhe, da muss ich halt die Sache selbst in die Hand nehmen. Zu den Nektarwiesen, wir speichern nochmal eine Runde. Und dann geht es auch schon wieder ab zu den Nektarwiesen, wo wir endlich mal was Geiles machen. Da wird wahrscheinlich vielleicht sogar das zweite Fragezeichen bekommen. Oh, ich habe gerade gedacht, das Sonnenkern wäre ein Knospi. Ah, Cutscene. Hey Maurice, warte! Was geht ab? Ich habe mich auch vom Schulgelände geschlichen. Aha, ich komme mit dir. Denn ich glaube dir, Maurice. Gluthexe. Also nichts wie hin zu den Nektarwiesen. Such mir Knospi. Juppadu, Nektarwiesen werden betreten. Und noch was. Wenn sich eine Gelegenheit gibt, können wir auch gleich eine Kombination ausprobieren. Okay. Alles klar. Wieso nicht? Nektarwiesen, Ebene 1. So, du kannst jetzt Kombination aus und zusammen mit deinen Mitstreitern. Kannst du besondere mächtige Attacken und Stapel lassen. Drücke R, um Attacken festzulegen. Ja, gut. Ja, Glutex ist sowieso hier in diesem Dungeon richtig von Vorteil, würde ich mal sagen. Das Ding wird hier alles kaputt machen. Wir nehmen dann mal Tackle und Funkenflug. Boom! Badum! Siehste, so geht das. Komm wieder her. So, Kombinatorik, Kombination gelernt. Kombinatorik ist ein Ding aus der Mathematik. So, das ist was für ein Ding? Konfusionsrevanche.
rein damit. Und Standhaftigkeit kriegt der da. Ja, beweg doch deinen Hintern hier oder du wirst halt vorher schon besiegt. So, wir gehen diesen Weg. Gehen da hoch, und dann da kommt so ein Vieh. Funktioniert das auch von hier? Wäre witzig, wenn das auch von hier funktioniert, wahrscheinlich. Und klappt? Ja, das klappt sogar! Nice! Das ist ja mal richtig nice. So. Das ist ja mal sehr cool. Das ist ja mega cool. Dass es auch so funktioniert. Das heißt, wir können dann einfach so die Plätze tauschen. Das ist echt eine geile... Ein Grabbit. Das ist ein fucking Grabbit. Und ich muss jetzt gegen ein fucking Grabbit kämpfen. Heilige Scheiße. Und meine Attacken nehmen. Was war das denn für eine Kombination? Das war echt eine schlechte Kombination. Jetzt mal ohne Müll. Unvorteilhaft. So, aber dafür haben wir jetzt eine Amarenbeere. So. Tempo ist wieder normal. Und da haben wir noch einen Apfel und ein wenig Geld. Und wir müssen den Weg wieder zurück. Oh, ich könnte so kotzen, dass ich diesen Weg immer falsch einschlage. Ich hatte noch nie so eine schlechte Quote wie in diesem Spiel hier. Jetzt auch nicht mehr. Na gut, ich habe jetzt auch die Dings nicht weitergespielt. Giftschutz, kann er bestimmt gebrochen. Habe jetzt auch hier die Himmel-Edition noch nicht fertig gespielt. Aber das muss ich ja auch wieder machen, wenn ich ein wenig Zeit hätte. Das ist ja das Problem, dass die Zeit einfach erstmal jetzt ein bisschen dauert. Ja. Also ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt ein paar Aufnahmen bekommen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, heute an die... vier waren oben, das ist gerade die Aufgabe Part 7. Das heißt, ich habe jetzt schon bin jetzt gerade dabei, den dritten Part aufzunehmen. Das hat wenigstens was. Ja, wenigstens habe ich jetzt den dritten Part und... Damit habt ihr wenigstens so mal ein paar Tage jetzt wissen, was zu gucken bei mir. Ja, und dann tue ich euch nicht immer hier wochenlang warten lassen, weil das finde ich auch scheiße, weil das letzte Video ist jetzt schon wieder 2 Wochen her. Ja, 2 verkackte Wochen. Ja, und 2 Wochen wieder nichts von mir gehört, 2 Wochen keine Aufnahmen gemacht und so weiter und so weiter. Ihr versteht mich, glaube ich. Deswegen, und tschüss damit. Oh, Gott. Wobei, nein, brauche ich nicht. Das reicht schon. Das reicht nicht. Oh, du hast so einen Effektivschlag. Den kriege ich auch noch. So, und danach wird dann halt noch ein bisschen Glutexo mit Sipalen gefüttert. So. Aquaknarre und Funkenflug. Die unsere beiden stärksten Attacken. Und Rabum. Moment, registrierte Kombination. Ja gut, ist nicht einsetzbar, ne? Dann halt eine Schlammbombe. Schade, dass die Attacke nicht einsetzbar ist. Oha. So, ich mache eine Schlammbombe und du machst einen Drachenblut. Was? Das war irgendwie ein Fail. Really? Jetzt verarschst du mich aber. Nein, nicht schon wieder. Das war mir jetzt doch ein wenig zu kritisch. Ich habe echt eine Menge Schaden genommen. Und bevor ich jetzt unendlich viel Schaden nehme, mache ich das lieber so. So, darunter und ein Laukaps. Das Vieh nehme ich jetzt auch noch durch. Oha, Pixie mit Schnabel. Und tschüss damit. Und stirb doch endlich. Und stirb. Jetzt geh doch. Du triffst mich doch. Och man, warum dauert das denn so lange, diese Kämpfe? Ich würde ja gerne das Tempo nach oben machen. Aber das Problem ist, das Tempo war jetzt mal dann wieder zu schnell. Ja, also die haben dieses perfekte, was die bei den anderen Mystery Dungeon Teilen hatten. Diese richtige, geile, perfekte Tempo haben die nicht mehr drin. Das finde ich schade, weil das war echt megamäßig geil. Ja, das war mehr als perfektes Tempo. Ja, komm. Und tschüss damit. Du bist ja immer noch da. Da, dann muss ich... Ich glaube jetzt... Digga. Irgendwas wurde gerade von mir gesteigert. Ich weiß nur nicht was.
Oh man, das ist gerade ein wenig uncool, dass ich hier 100 Jahre für einen fucking Knilz brauche. Sinebeere, wo bist du? Essen? Dankeschön. Boah, du nervst. Du nervst. Du nervst wirklich. Und weißt du, was ich jetzt mache? Paralyse, geh vorbei. Ich esse einen fucking Plosivsamen. Jetzt bist du aber weg. Jetzt hast du echt keine Chance mehr gehabt. So. Okay, und hier ist mal wieder keine Treppe. So. Ach, man. So, ich gehe auf die Tackle-Attacke. Er geht auf die Drachenwut. Und dann kommt die Mega-Super-Kombinationsattacke. Und jetzt haben wir eine Aquaknarre von mir, die nicht trifft, aber dafür reicht das. Sehr schön. Oh nö, ein Staravia. Ein Staraparaviamia. Und ich setze eine Attacke ein, die keine Wirkung hat. Nice. So, jetzt kriegst du noch eine Sinebeere. Bitte, bitte, bitte. So, Sinebeere essen an Glutexo. Wir sind auf welcher Ebene sind wir? Wir sind auf Ebene 2. Wir sind erst auf fucking Ebene 2. Ich glaub's nicht. Wir verlaufen uns auf Ebene 2. Das ist einfach nicht wahr. Und jetzt hier unten ist bestimmt... So, okay, aber bevor ich hier verrecke... Natürlich. Du hast nicht gerade wirklich mich... Bist du bescheuert? Er hat mich gerade mit der... Ah. Jetzt mach endlich mal was Sinnvolles. Oh man, nur weil du verwirrt bist, du elendes... Na, ah, Glutexo, Mann, was soll das denn? Auf dich verwirrt zu lassen. Du bist ja immer noch verwirrt. Stirb. Halleluja, es ist weg. Und ich bin auf Level 11 gestiegen. Das ist doch super duper. Das freut mich, wenn ich auf Level 11 bin. Ja, jetzt steigt erstmal alles wieder. Ach, Treppe gefunden. Okay, meine Wölfe. Aber auch wenn dieser Part jetzt sehr, sehr trolllastig war, aufgrund dessen, dass wir diese scheiß Ebene nicht gefunden haben, beende ich ihn an dieser Stelle, weil... Ich möchte halt nicht jetzt anfangen, wieder immer diese 100 Stunden Überlänge und was weiß ich was. Von daher sehen wir uns einfach das nächste Mal, meine Wölfe. Beim nächsten Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Bis dann und ciao. Euer Wolf X over and out.